Deutschlandpremiere des Animationsabenteuers Hotel Transsilvanien 2. Am Berliner Zoopalast fanden sich die prominenten Synchronsprecher ein. Heiß begehrt bei den Fans vor allem Paulina Rojinski, aber auch Popstar Andreas Burani. In dem Streifen geht es horror- und vampirmäßig zu. Was die Faszination von Vampiren wohl ausmacht? Also ich finde es ja ganz gut, fliegen zu können. Ne? Die Vampire können ja fliegen, das fände ich natürlich klasse. Ne? Du brauchst kein Auto mehr fahren oder mit der U-Bahn oder so. Das habe ich mir immer schon gewünscht, schon als Kind. Ne? Das wäre natürlich super. Weil sie sowas Mystisches sind. Und die Frage war offen bleibt, ob das jetzt wahr ist oder nicht wahr ist. Ne? Also eine fährte Eigenschaft für mich ist die, dass meine Eltern aus Rumänien kommen. Und ich habe einen ganz scharfen Zahn hier. Der sollte mal vampirisch werden. Aber sonst, sonst habe ich keine Parallelen. Aber es schmeichelt mir natürlich umso mehr, dass ich Dracula sprechen darf. Also es ist eine große Freude und ja, das mache ich gerne. Hotel Transsilvanien 2 läuft ab dem 15. Oktober in den deutschen Kinos.